Hallo. Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag, der 24. März. Es geht weiter. Ich schminke ein weiteres Drogerie-Make-up. Ich benutze wieder eine Revolution-Palette. Ich suche mir mal schnell eine aus. Schlecht vorbereitet. Bin sofort wieder da. Nicht abschalten. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Ich habe die Lemon Drizzle und die Farben, die sind so passend heute zum Oberteil und mal gucken, die habe ich auch noch nicht benutzt. War glaube ich auch ein Geschenk. Gut, ich habe mir rausgesucht, weil diesen habe ich noch, diesen von Balea, diesen Tine Perfect Tine Perfection optischer Sofortzauber. Und perfektionierendes Finish ideal als Primer. Kaschiert sofort Fältchen, Poren, Unebenheiten und Glanz. Tragen ihn als Primer auf. Ich war heute schon Friseurin. Und ich war heute auch schon Nageltante. Eine Freundin von mir rief mich an. Die Nagelstudios haben mir zu und ob ich ihr nicht und so wenigstens ab runter machen kann, die Nägel. Weil sie kann ja so nicht rumlaufen und die sahen wirklich schlimm aus. Ich habe leider kein Vorherbild gemacht. Eigentlich gesagt, ja, okay, dann, ich weiß ja, dass sie auch vernünftig ist und nicht unter Leute geht. Und da habe ich gesagt, okay, aber nur mit Mundschutz und, habe ich gesagt, ja, komm vorbei, mach ich dir die Nägel. Und dann habe ich auch noch gleich die Haare geschnitten. Und ja, so habe ich heute meinen Vormittag verbracht. Optisch Fältchen, naja. Ich benutze heute das Perfect Match. Die Perfect Match Foundation von L'Oreal. Ich gebe ihr nochmal eine Chance. Vielleicht ist es jetzt mit diesem Pinsel von It Cosmetics sitzt sie vielleicht besser. Ich schüttel die mal. Ich weiß nicht, die steht jetzt schon eine Weile. Und die benutze ich jetzt. Genau. Ja. Ich mache mir mal so zwei Pumpstöße rauf. Verteile es im Gesicht. Und dann schauen wir mal. Ich war ja bis dato nicht zufrieden mit dieser Foundation. Hat mich ja leider nicht überzeugt. Und vielleicht ändert sich das jetzt mit diesem Auftrag des Pinsels. Nee. Die Foundation ist einfach nichts. Ist einfach nichts für mich. Nee, die gefällt mir einfach nicht. Dann kommt sie jetzt auch definitiv weg. Ich habe mehrere davon. Die sortiere ich alle aus. 4 Perfect Match werden aussortiert. Ich nehme jetzt den hellen, damit ich jetzt so ein bisschen aufhell. Kann. Nutze wieder diesen kleinen Pinsel von It Cosmetic. Aber man kann immer gehen. Beliebigen Pinsel mit einem Schwämmchen machen. Wie gesagt, den Rest drücke ich mir wieder rein. Ich benutze wieder das von Catrice, das Glow Illusion Puder. Das finde ich mich ganz gut, da ist man nicht ganz so matt. Ich mag ja diesen matten Look nicht mehr. Setten.
Stress. Als Augenprimer benutze ich von Essence den Better You Work Primer. Ja. Ich wollte den nur deine Uhr wieder zurückbringen. Ist aufgeladen? Oh, danke schön, Maus. Willst du mal Hallo sagen? Hallo? Hallo, Fett. Ich habe schon gesagt, dass ich heute schon Friseuse war, Nageldesignerin. Ja. So. Dankeschön für die Uhr. Bronzer benutzen wir heute, den Butter Bronzer. Den gibt es bei Rossmann online zu bestellen. Und da gibt es bei Rossmann ja jetzt online die Marke. Ob sie die vor Ort haben, weiß ich nicht. Aber das ist auch ein sehr schöner Bronzer und den nehme ich auch ganz gerne. Und damit wärme ich mein Gesicht auf. Jetzt brauchen wir noch einen Blush. Blush nehme ich auch von derselben Firma. A Nude Silk. Aber da könnt ihr ja jeden Blush benutzen, wenn ihr möchtet. Augenbrauen werde ich heute nicht nachmalen, die werde ich nur mit einer Augenbrauen-Mascara machen. Kämme die hier durch. Man muss sicherlich jeden Tag die Augenbrauen so stylen. Wer Lust hat, kann das gerne machen. Und wenn nicht, ist nicht schlimm. Kämmt sie nach. Ich hoffe, das Gezwitscher der Vögel stört euch nicht. Dann gehen wir mal in diese schöne Palette rein. Ich gehe in diesen hellen Ton hier oben rein und setze damit erst mal mein Lid. Und bereite das Auge auf die anderen Lidschatten vor. Ja, man hat zu viel, man benutzt alles viel zu selten, weil man viel zu viel von dem Punkt hat. Dann nehme ich jetzt einen anderen Pinsel heute und gehe. Ach, ich bin mutig und gehe in diesen Ton rein. Immer gucken wir hier auf dem Auge. Wenn der mir zu rot wird, dann. Aber nö. Kann man machen. Und auch diese Farbe lässt sich wunderbar auftragen. Also dann leg nochmal mit diesem anderen und nimm nichts Neues auf, sondern benutze noch, was noch auf dem Pinsel ist. Und blende das damit aus. Und dann gehe ich in diesen dunklen Ton hier vorne rein mit diesem festgebundenen Pinsel. Und den setze ich mir nur hier hinten so ein bisschen rein. Und dann gehe ich gleich an den unteren Wimpernkranz ran. Und packe mir die dunkle Farbe rauf.
mach den Pinsel sauber und gehe in dem Rot oder in den Orange, was ich oben habe, auch noch ein bisschen mit runter. Jetzt gucken wir mal, welchen Ton wir nehmen. Ich gehe mal in diesen Ton hier rein. So, okay, jetzt gehen wir mal hier rein. Also man muss sie echt nicht ansprühen, ne? Also wenn man einen schönen flachen Pinsel hat, der so ein bisschen fester gebunden ist. Der nimmt die Farbe echt schön auf. Das sieht gut aus. Ich werde aber noch ein bisschen dunkler hier rüber gehen. Ich muss immer Vergrößerung, ich sehe das sonst nicht. Und mehr würde ich da gar nicht machen. Oder mit dem Butterton. Ich gehe mal mit dem Butterton, ist ein heller, aber kein... Und den legen wir hier so unter die Augenbraue. Ja, ist so butterfarben. Und den legen wir hier auch ins Auge. In Augen, in den Winkel. So, das ist schon. Das ist es schon. So, dann habe ich ja gestern einen Tipp bekommen. Also. Ich sollte diesen Primer erst antrocknen lassen und mal eine andere Mascara benutzen. Mache ich. Ich habe jetzt mal die grüne hier von Essence. Die benutze ich. Und jetzt probieren wir es nochmal aus. Nochmal probieren wir es aus. Nee, hier. Okay, also. Gut, dann lassen wir das jetzt antrocknen. Dann mache ich jetzt die nächste. Und nochmal biegen. Rauf. So, dann lassen wir sie mal antrocknen. Der würde passen, den nehmen wir. Der ist von, oh Gott. Ich muss mal die Brille aufsetzen. Sante. Sante, ist das auch eine Drogeriefirma? Ich weiß das nicht. Habe ich geschenkt bekommen. So, jetzt benutze ich den von Essence, diesen... Mit dieser Mascara. Vielleicht ein bisschen sieht man es jetzt doch, ne? Jetzt sieht man es doch. Oder? Ich zeige euch gleich die Augen. Ich muss jetzt erstmal die unteren machen. Passt der Look heute voll zu meinem Oberteil. Super. Gut, dann nehmen wir den von Sante. Weiß jemand, ob das eine Drogeriemarke ist? Oder habe ich bestimmt mal geschenkt bekommen. Aber auf jeden Fall ist die Farbe heller. Hier drin ist, oder? Gut, aber
Das passt gut zusammen zum gesamten Look. Diesem Love Schimmerpuder, Highlighter Powder noch ein bisschen mit drauf bringen. Ich mache den Rest immer so gerne unter die Augen. So, meine Lieben, das ist jetzt das nächste wohl zu Hause wohl für Make-up. Schnell, einfach, kann jeder nachmachen. Ich denke, so eine Farbe hat fast jeder zu Hause. Wenn nicht, die Paletten kann ich euch wirklich empfehlen. Die sind gut, die bleibt auch in meiner Sammlung. Die geht nicht. Was geht, ist definitiv 4x Foundation Perfect Match. Jetzt ist Schluss. Jetzt. Ich sortiere sie aus, sie gefällt mir nicht. Guckt euch an, ich zeige euch mein Hautbild. Sie sitzt überhaupt nicht gut auf meiner Haut. Finde ich jedenfalls. Das sind die Augen. Und ja, das war es wieder von heute, von mir, für euch. Schönen Dank, dass ihr meine Videos schaut, die Schminkvideos. Und ich habe ja schon Post bekommen, dass freuen, dass jetzt wieder öfter Schminkvideos kommen. Und die Reihe finden sie toll. Und es freut mich, dass es euch gefällt. Und morgen kommt, morgen ist Mittwoch. Ja, morgen hat mein Zahnarzt halt heute angerufen. Also ich kann nicht zum Zahnarzt gehen. Also kann ich mich morgen hinsetzen und kann wieder ein schönes Schminkvideo für euch drehen. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns garantiert im nächsten Video wieder. Und ich sage tschüss. Gerne Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Tschüss. Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up.